Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Das letzte Mal haben wir einen Drachen erlegt. Ja, und es ist ein bisschen grau alles. Ich weiß nicht warum. Es ist mir auch ziemlich egal, muss ich sagen. Denn wir werden heute an diese Drachenwand herantreten. Und es wird nichts passieren, da wir ja, wie es man hier sieht, wir schon mal hier waren. Der Drachenzahnkratzer ist abgeschlossen. Umso größer ist die Frage, warum wir trotzdem einen Drachen besiegen mussten. Na gut. So, aber egal, heute geht es hauptsächlich darum, dass es gleich Nacht wird und beziehungsweise es gleich Tag wird. Und ich einfach mal auf den Tag warte, dass wir nicht so im Halbdunkeln gehen, sondern im komplett hellen, wo es einfach nur scheiß ausgewaschen ist. Hehe. Gameplay. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen deppert. So, schaut doch gleich viel weniger ausgewaschen aus. Muss ich halt Nacht einfach umstellen. Die Helligkeit nachher im Video. Oh, was ist los? Passiert irgendwas Geiles? Nein? Schön. Wir müssen Richtung Auriels Bogen, Schwarzfallhöhle. Genau. Wie wir hier runterkommen, weiß ich gerade selber nicht. Pferd haben wir keins. Oder können wir Arbok schon beschwören? Ich denke eher nicht. So. Hä? Bist du Serana? What the fuck? Wie bist du gerade da runtergekommen? Bist du einfach runtergefallen? Kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, aber bitte. Oh, ein Fuchs. Ich dachte, irgendein Monster. Irgendeines von den Monstrositäten. Die ja ganz gerne mal in Skyrim einfach herumlaufen. Und arme, ahnungslose Menschen erschrecken. Das hier schaut übrigens interessant aus, auch wenn es immer noch sehr ausgewaschen ausschaut. Ich warte nochmal eine Stunde. Woran liegt das jetzt bitte? Weiß das jemand? Kann mir das jemand sagen? Also das kann mir kein Schwein sagen, oder? Oder sah Skyrim immer schon so beschissen aus? Und ich bemerke es erst jetzt. Aus Gründen, die ich nicht weiß. Zwemer-Konvektor. Ja, wenn eh hier alles leer ist. Und die Zwerge sich scheinbar schon längst verpisst haben. Dann können wir genauso gut auch zur Schwarzfallhöhle gehen. Die genau hier sein müsste. Die genau hier irgendwo sein müsste. Genau hier. Ja, genau hier. Also, genau da, genau. Schwarzfallhöhle entdeckt. Ach Gott, schon wieder dieser Englisch-Bug. Ich hasse ihn. Aber egal. Ja, es ist endlich mal wieder schön, Skyrim aufzunehmen. Auch wenn ich, sagen wir mal, doch, ich hab's eigentlich schon vermisst. Letzte Woche kam mir keine Folge. Kam letzte Woche keine Folge. Es fühlt sich auf jeden Fall wie eine Ewigkeit an. Und ja, hier muss ich wieder ein bisschen heller machen, damit man was sieht. Im Video. Aber es schaut cool aus. Nice. Frage ist nur, wo müssen wir hin? Einfach nur dem Weg folgen? Das wäre. Wir sind gerade eine Runde gelaufen, oder? Ja, nein, wir stehen genau in die richtige Richtung. Und das kann ja nicht sein, oder?
Ah, Gott. Ist da. Herr Gott. Das wird euch eine Lehre sein. Ach so. Das war's schon, oder was? Infizierte Leiche, ja, das schaut hier gerade so aus, als würde man da wieder zurückkommen. Oh, hier waren wir gerade nicht. Ja, da geht's lang. Und nee, sorry, ich muss das hier machen. Es tut mir sehr leid, dass ich euch da rausreißen muss, aber ich sehe nichts. Ganz simpel ausgedrückt, ich bin blind wie ein Maulwurf, wenn die Lichtstärke hier nicht ein bisschen höher ist. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Warum? Weil hier alles verlassen ist, oder? Findest du es hier allgemein hässlich? Weil mit letzterem würde ich dir nicht zustimmen. Moment, hier ist irgendwas an Erz oder so. Mondsteinerzader. Aus dem Grund liegt hier eine Spitzhacke, damit wir abbauen können. Roger, du bist ein Krieger. Du schlagst mit einer riesigen Axt auf Sachen ein und machst Ping, Ping, Ping bei Stein. Ja, nein. Oder möchtest du Sergan einfach mit deiner überstarken Männlichkeit nicht belasten oder so? Ja. Würde ich eher nicht vorschlagen, dass du es so machst. Jetzt hau ordentlich drauf auf den Kackstein. Oh, makelloser Amethyst. Wunderbar. Gibt wieder 150 Gold oder so. Sergane, wir haben hier schon alles mitgenommen. Das war so klar. Hallo? Am Arsch. Nein. Nein. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Nein, was ist los? Oh. Okay. Ich habe gerade mit dem Schrei ein bisschen überreagiert. Ich habe nur nicht ganz genau bemerkt, was da auf einmal neben mir stand. Außer Sergano natürlich. Wer am Arsch. Es ist hier dunkel und hier gibt es scheinbar Spinnen. Ganz, ganz viele Spinnen. Wo sind die Spinnen? Wo sind sie? Bin mir nicht sicher, ob ich einfach weitergehen sollte. Riesige Frostbeschwinden. Oh, du Drecksvieh. Jetzt gibt's erstmal auf die Mütze, genau. Perfekt. Mir fällt auf, ich wollte am Ende der letzten Folge Durnevir rufen. Und Sergan hat eine Zombiespinne bei sich. An alle Spinnen nicht so Liebhaber, schaut einfach mal weg. Schaut einfach mal weg, wenn ich hinschaue. Beste Taktik ever. Vor allen Dingen, weil ihr nicht wisst, wann ich hinschaue. Ich denke, das ist angekommen. Oh, ein kleines Lager. Im Bretone? Oh, Gott sei Dank war ich hier nicht mit dem Charakter aus dem ersten Let's Play. Schwarzfallhöhlen-Notiz. Okay, die lesen wir gleich. Beziehungsweise die lesen wir eigentlich jetzt. Bin ich gerade dumm? Nein, so. Genau, und zwar Bücher, ist das ja immer. Kultistenbriefe, nein, nein, nein. Hier, Schwarzfallhöhlen-Notiz. Schwester, ich weiß, dass ihr kommen werdet, um mich zu finden, aber es wird zu spät sein. Wenn ihr diesen Brief findet, verlasst diese verlorene Höhle so schnell wie möglich. Wir waren Narren zu glauben, dass wir so nah bei derartigen Wesen wohnen und friedlich leben könnten. Ich hätte mit euch zum Lager zurückkehren sollen, nachdem wir hier unten die Fackeln aufgestellt hatten. Ich dachte, diese Trolle wären anders und dass sie irgendwie verstehen würden, dass wir ihnen nicht schaden wollten.
Ich bin umzingelt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor mich einer der Trolle umbringt. Ich hoffe, dass es ein schneller Tod sein wird. Lebe wohl, liebste Schwester. Oh. Ja, gut, dann klauen wir dir einfach mal die Sachen. Du wirst sie eh nicht mehr. Ja, hier ist Quatsch, Alter. Geh mir nicht am Sack mit eurer englischen... Oh, Stahlbolzen. Mit euren englischen Exzessen. Da scheint es weiterzugehen. Hier ist Ende. Gegengift. Die Leute waren... Warum würde jemand hier lagern wollen? Und... Oh, ich hätte... Nein. Ich hätte da zwei Ideen, warum ich hier lagern wollen würde. A, es gibt hier irgendwas ziemlich, ziemlich Gutes zu holen. Also Geldgier. Oder... Hier will jemand Forschung betreiben an diesen Trollen. Oder die wissen halt einfach nicht, wo es anders hingehen sollen. Und das ist der erstbeste... Ort, den sie finden konnten. Nee, Kacke. Ach, Kacke, das ist doch echt Schmarrn. Was soll ich denn jetzt weghauen? Ja, das kann ich nicht weghauen. Der gut, die Drachenschuppen. Auch wenn ich die gerne verkaufen würde. Ja, es muss irgendwas anderes geben. Es muss irgendwas Normales geben, was viel wiegt und was ich aber jederzeit irgendwo herkriegen kann. Wie zum Beispiel, was kriege ich überall an jeder Ecke nachgeschmissen? Das ist doch Schmarrn. Hier, ja, das könnte ich wegwerfen, das bringt eins. Hier, Knochenmann-Beschwören, scheiß drauf. Ich bin eh nicht so der Beschwörungstyp und... Hier, gut, das bringt aber sehr viel, also wenn, dann verkaufe ich das. Zaubertrank, der... des Volltreffers, Bögen. Ja, Bögen und Armbrüste wahrscheinlich, ja, Kacke. Nee, das ist... Hier, so, Gesundheit. Ja, überall, wo ich jetzt 5 habe oder mehr, außer von denen, wird es einfach alles verkauft. Zum Beispiel das hier. Frostbissgift nehme ich eh nie. Sonst noch was. 8 Stück. Okay, das ist das. Starken. Nein. Wobei. Achso, doch. Ne. Verteidiger. Sehr gut. Weg damit. Und damit können wir zumindest wieder ein bisschen laufen. Das ist schon halbwegs okay. Ich glaube, die Frostbissspinne geht in der Menüzeit nicht kaputt. Ganz ehrlich, wie dumm denkt ihr, bin ich? Sag einer, du läufst jetzt durch, oder? Sag einer, du läufst da durch, oder? Was auch immer das für eine Falle ist, du wirst durchlaufen. Ja, natürlich, da hinten war ein Felsen oder sowas. Ist logisch, dass sie da durchläuft. Oh. Oh, okay, wir sind eigentlich nur runtergebrochen hier und... Ja, okay, wir haben jetzt nicht so viel Weg zurückgelegt. Ich glaube, wir sind übrigens auf dem richtigen Weg. Nicht, dass es hier 100.000 verschiedene Ebenen gibt. Schaut mir aber nicht so aus, weil... So, Dwemer-Ruinen oder so, die sind verwirrend. Die Höhlen hier sind meistens relativ linear. Okay, es ist übrigens immer noch relativ dunkel für mich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Da hinten ist irgendwas. Das ist ein Affe? Das ist kein Troll, das ist zu klein für ein Troll. Oder nicht? What the fuck? Es sind Trolle?
Ja, ist tatsächlich ein Troll. Hehehe. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ach, Kacke. Das wird doch eine Lehre sein. Da hinten war noch irgendwo ein Troll. Da oben. Ich weiß gar nicht, ob man den Scheiß sieht. Yeah! Yeah! Ich schieße einfach irgendwo hin. Jetzt ernsthaft. Wer ist da? Roger, du Vollkoffer! Du Idiot! Mach platt den Troll! Das hätten wir geschafft. Wie die Lämmer zur Schlachtbank. Um eines meiner Lieblingsspiele zu zitieren, Time Crisis 3. Und ja, nein, ich bin nicht wahnsinnig, dass Time Crisis 3 eines meiner liebsten Spiele ist. Es war einfach eines meiner sehr frühen Konsolenspiele. Beziehungsweise eigentlich eines der ersten Spiele, was ich auf Konsole gespielt habe. Damals noch auf PlayStation 2. Oh. Es wiegt viel. Ja, das gerne, aber... Den komischen Ring da. Moment, habe ich jetzt den Seelenstein nicht mitgenommen? Achso, er ist ein winziger. Deshalb. So, dann hier. Sind wir von daher gerade hergekommen? Ne, wir sind von hier unten hergekommen und wir müssen. Achso, okay, wir müssen einfach geradeaus. Okay, sollte ja kein Problem sein. Die Trolle ohne die Bolzen wären vielleicht sogar gar nicht so einfach gewesen, weil die machen halt relativ Schaden. Moment. Moment. Bist du auch ein Feind? Du bist unser Questziel? Dann bist du sicher, oder? Was ist denn unser Quest? Nicht, dass ich da jetzt einen Freund angreife. Wir sind Schriftrolle der Alten, aufzudeuten, Ort, Schwarzwaldhöhle. Ja, wir sind dorthin gereist, ja, wir müssen den Bogen finden, aber warum? Der schaut nicht sehr feindlich aus, weißt du was? Okay. Was ist das? Ich fühle, wie eine Art Energie davon ausgeht. Von dem Ding da? Was der Typ anbetet? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Gelebor. Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer? Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Was für eine Art von Hilfe benötigt ihr? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten, meinen Bruder. Euren Bruder töten? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist, aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an, aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten.
Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Was ist ein Wegschrein? Ja, lasst es mich euch zeigen. Okay, ich dachte kurz, der greift mich an. Was passiert jetzt? Das ist also die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage, einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele weitere Wegschreine gibt es noch? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Krug des Initiaten. Okay, das heißt, wir übernehmen die Aufgabe von diesem Schneeelfen. Also nicht von dem, der vor uns steht, sondern von dem, der Initiat ist halt. Ich muss ihn also an jedem Wegschrein auffüllen. Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Gut, dann breche ich jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Überlebe die Schwarzfallpassage. Das ist schon wieder so ermutigend. Gut, dann... Fragen? Dachte ich mir schon. Wir haben 3 Auswahlmöglichkeiten. Da der vor mir stehende höchstwahrscheinlich... Weil wer sich mit der Lore auskennt, wird das jetzt wahrscheinlich besser erklären können. Ich kann es nicht. Aber der Typ vor uns ist wahrscheinlich der letzte Nicht-Falmer-Schneeelf, den es gibt. Also der letzte der Schneeelfen, der noch nicht vollkommen gaga ist. Um es mal einfach auszudrücken. Gut, dann fragen wir mal. Kleine Fragestunde, bereit. Wer sind die spektralen Prälaten, von denen ihr gesprochen habt? Das sind die Geister der Schneeelfenpriester, die sich um die Wegschreine gekümmert haben, bevor sie von den Betrogenen abgeschlachtet wurden. Durch die Gnade Auriels wurden sie zu ihrer Spektralform wiederhergestellt, damit sie ihre Dienste fortführen konnten.
Gut, sie sollten uns helfen können. Ich fürchte, dass sie in ihrer gegenwärtigen Form noch immer glauben, dass der Dom ein aktives Zentrum der Anbetung ist. Sie werden euch nicht antworten, sondern glauben lediglich, dass ihr ein Initiat auf der Reise zum Allerheiligsten seid. Was ist der der Dom von Auriel? Sie ist, oder vielmehr war, der Mittelpunkt unserer Religion. Die meisten Schneeelfen verehrten Auriel. Der Dom wurde ungefähr zu Beginn des ersten Zeitalters errichtet. Er sollte eine Anlaufstelle für all jene sein, die nach Erleuchtung suchten. Die meisten Schneeelfen. In unserem Reich gab es auch Tempel zu Ehren einiger der anderen Götter. Trenimak, Syrabane, Jeffre und Finaster vervollständigten das Bild. Diese Tempel verblassten aber neben der Pracht des Doms und seiner Wegschreine. Die Wegschreine gehören also, sind ein Teil des Doms. Oh ja, sie waren ein wichtiger Teil der Abläufe hier. Sie repräsentierten die Schritte der Initiaten auf dem Weg zur völligen Erleuchtung. Leider ging die Magie, durch die diese Wunder entstanden, lange vor meiner Ankunft hier verloren. Und jetzt die letzte und vielleicht interessanteste Frage. Wer war euer Volk? Wir waren einst ein blühendes und wohlhabendes Volk, das einen Teil von Himmelsrand kontrollierte. Leider lagen wir ständig mit den Nord im Krieg, die das Land als Heimat ihrer Ahnen beanspruchten. Es scheint, als hätten die Nord gewonnen. Das könnte man so sagen. Wir hatten immer ein wackeliges Bündnis mit den unterirdischen Zwergen. Und als wir um unsere Auslöschung fürchteten, ersuchten wir sie um Hilfe. Überraschenderweise erklärten sie sich bereit, uns zu beschützen. Allerdings zu einem furchtbaren Preis. Der kollektiven Blendung unseres Volkes. Gut, als kleine Zwischenanmerkung, hat nicht viel gebracht, das mit dem Beschützen, denn die Zwerge sind inzwischen auch schon seit Jahrtausenden weg. Dem kann doch nicht jeder zugestimmt haben, oder? Es gab Splittergruppen, die sich gegen die Vereinbarung wehrten. Einige strebten sogar alternative Bündnisse an. Doch schließlich wurden diese Elfen entweder getötet, verschwanden oder ließen sich dann doch auf den Handel mit den Zwergen ein. Was hat euch in die Betrogenen verwandelt? Das frage ich mich oft selbst. Die Blendung meines Volkes wurde vermutlich durch ein Gift herbeigeführt. Das reichte aber noch nicht aus, um sie zu den traurigen, verdorbenen Kreaturen zu machen, die sie heute sind. Und warum werden die Schneeelfen hier nicht davon betroffen? Der Dom ist ziemlich abgelegen. Daher dauerte es einige Zeit, bis uns die Kunde vom Angebot der Zwerge erreichte. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war es bereits zu spät. Nicht einmal der Versuch eines Eingreifens war für uns noch möglich. Habt ihr deshalb euer Augenlicht bewahrt? So ist es. Es gab immer nur 100 von uns, sodass den Zwergen und den Nord unsere Anwesenheit verborgen blieb. Ironischerweise haben unsere eigenen Leute unseren Untergang herbeigeführt. Ihr meint die Betrogenen? Ja. Sie drangen in überwältigender Zahl in den Dom ein und überrannten uns einfach. Wir hatten nie eine echte Chance. Ich nehme an, dass sie den Erzkurator unter ihren Einfluss brachten, als sie einen Weg fanden, ins Allerheiligste des Doms vorzudringen. Es gibt hier noch mehr von eurer Art? Virtur und ich sind die letzten zwei Schneeelfen. Okay. Möge Auriel euren Weg erleuchten. Ziemlich interessante Informationen, die hier geboten werden. Also, storytechnisch sicher sehr gut. Aktivieren wir hier mal den Schrein? Oder fällt denn auch was aus dem Boden? Ach so, nein, Auriels Segen hinzugefügt. Oh, das ist schön. Ein Leintuch, sonst gibt's hier eigentlich... Gibt's hier noch was? Hä? Moment, wie kommt Serana auf einmal da raus? Hallo?
Moment, Idee. Aha, wunderbar. Hier ist das Lager, das wir gefunden haben. Ja, sehr gut. Und eigentlich sollte... Vielleicht nicht hier, aber hier hinten sollte der eine Gang noch sein, der direkt an den Anfang führt. Also es sollte hier irgendwo sein. Natürlich kann ich ihn jetzt bei diesen Lichtverhältnissen relativ leicht übersehen. Was ich wahrscheinlich auch tue die ganze Zeit. Aber schon irgendwie arg. Da hinten waren die Trolle und der Typ bemerkt die gar nicht, wie es ausschaut. Oder da er ein Schneeelf ist, greifen die ihn nicht an. Was natürlich auch möglich wäre. Gibt's noch was? Fragen? Dachte ich mir schon. Gut. Hier gibt's scheinbar kein Wasser. Oder ist das ein Bug? Egal. Öffnen Portal zur Schwarzfallpassage. Das machen wir. Was betreten wir jetzt und warum gibt's auf einmal Portale, die uns irgendwo hinbringen? Viele Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Was hoffentlich passiert und nicht, dass wir das nie erfahren, das wäre irgendwie doof. Das war nicht so unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Sogar irgendwie wohltuend. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Ich habe gerade ein ungutes Gefühl. Wird's ja gar nicht durch dieses Aufhalten hier in diesen Gefilden oder halt durch das Betreten der Portale entvampirisiert? Hey, warum schrumpfen die? Ach so, ne, das sind nur wie so halt kleine Lichter. Dann ist immer so ein bisschen... Wer ist da? Ah, ich hasse euch. Wobei, Chaos Jäger? Ich kenne nur die normalen Chaos. Die normalen Viecher, die haben jetzt gut Schaden gemacht, die. Das ist sicher was Neues, Chaos Jägerfühler. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, das... Alter, ich glaube, das war gar ziemlich stark. Heilen wir uns mal. Also das Vieh war ziemlich... Na, nicht ohne, sagen wir mal. So, und jetzt geht's weiter. Das finde ich übrigens cool, dass sie... Man soll immer so ein bisschen den Weg weisen. Wer ist da? Wer ist wo? Oh, ein Falmer. Alter. Das hätten wir geschafft. So. Achso, Moment, Falmer haben hier teilweise Gold dabei. Was? Blut saugen? Warum soll ich Blut saugen? Was? Warum soll ich Blut saugen? Hä? 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 Ich habe mich nicht in einen Vampir verwandelt. Warum ist hier die Option Blut saugen? Oh, seid ihr gekommen? Oh nee, einer von den Starken. Wobei eigentlich einer nur einer, der zaubern kann. Genau so. Das hätten wir geschafft. Warum kann ich Blut saugen? Bin ich... Moment, das müsste ja, wenn dann bei Magie wahrscheinlich bei aktive Effekte stehen. Hä? Bestienblut, ich kann ja gar nicht Vampir sein. Wer ist da? Kann ich als Bestie auch Vampir trinken? Blut trinken? Ich bin mir ziemlich sicher, nein. Oder? Ich muss mal kurz heilen und so weiterkämpfen. Oh ne, ach so, das ist ein Chaos.
Die Fickviecher sind irgendwie so stark. Ja, super. Alter, geh mir nicht am Sack. Ich weiß noch, wie man kämpft. Das hätten wir geschafft. Drecksvieh. Ja. Bei dem kann ich nicht Blut saugen. Ist ja auch logisch irgendwie. Das wäre ein bisschen komisch. Wie soll ich meine Zähne überhaupt da durchkriegen? Durch den Panzer. Wer ist da? Aber da hinten ist irgendwas, was seltsam ausschaut. Ich glaube, dass ich etwas gehört habe. Achso, nur ein Fall. Okay. Das hat sich gerade so aus. So an. Das hätten wir geschafft. Ja, natürlich ist ja eine Falle. Ja, sicher. Oh nee. Das ist eines, oder? Das ist nicht eines von den Dingern, wo die Dwemer rauskommen? Kauseier, nee. Alter, wie riesig ist denn das hier? Und wo sind wir überhaupt? Egal. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hä? Hä? Okay, wir haben momentan gar kein wirkliches Ziel. Ach so, wir müssen ja einfach nur überleben. Wer ist da? Das war, glaube ich, keine so gute Idee. Bin ich gerade irgendwie dumm, oder? Nee, ich bin natürlich so ein Vollidiot. Ich bin immer noch auf Durnevir beschwören. Muss aber unerbittliche Macht ausrüsten. Also, hallo? Lass mich rein. Oh nein, wir sind fast tot. Neue Stufe, ja, ja, ja. Und epische Musik auch gerade, aber ich möchte mich heilen und da hinten sind noch zwei Viecher. Also ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich mich hochheile. Die Nordstreit-Axt wieder schön auspacke. Und jetzt... Ach, du Sau, du. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, wird's vielleicht. Was ist hier noch für ein Feind? Ich find's übrigens kacke, dass man Feinde nicht auf der auf der Map sieht, wenn man sie ausblendet, wenn man sie einblendet. Schaut irgendwie aus wie so ein Drache oder wie eine Art Spinne. Wahrscheinlich soll es so ein Kaurus-Vieh auf überdimensional sein. Hä? Ach so. Das wird euch eine Lehre sein. Serana sagt immer, das wird euch eine Lehre sein. Und ich sage immer, boah. Wir sind nur ein gespieltes Team. Und ich hasse es übrigens gerade, dass es so ein bisschen dunkel wird immer, wenn man... Gerade wenn man sich an das schöne warme Licht schmiegen will, passiert das, es geht aus. Haltet die Augen offen. Wer ist da? Ich halte immer die Augen offen. Das hätten wir geschafft. Haha, ja, sehr gut. Was ist das? Es kommt auf uns zu, oder? Aber es ist nicht feindlich. Ja. Serana, jetzt gehst mal langsam am Arsch, wie man so gut auf Wienerisch sagt. Auf Österreichisch, wie auch immer. Pennergesicht. Ja, glaub ich immer, dass da irgendwie was passiert und dann, ja. Was ist da hinten? LSD-Trip oder was? Hä?
Ekelhaft. Wer ist da? Na? Komm zurück! Schreien verbraucht übrigens keine Ausdauer, ist mir gerade aufgefallen. Zum ersten Mal so wirklich bewusst. Kämpft noch schlimmer, als ihr stinkt. Das ist mal ein cooler Spruch. Alter, das ist super. Es ist so richtig motivierend und... Bitte steigt da nicht in die Knochen rein. Wobei, das ist wahrscheinlich nur sinnvoll, wenn man hier durchschleicht. Diese Falle, die dann auch ein bisschen für den Schleicher sehr offenkundig ist. Ja, ich weiß immer noch nicht, wo es auch rausgeht. Ich weiß aber, dass wir jetzt Magika steigern müssen, einmal zumindest, damit wir Arvok beschwören können. Bitte, einmal. Vielleicht können wir auch... Vielleicht hätten wir auch einfach verbessern können, das Ding, aber na gut. Also die Beschwörung. Zweihändig, hört sich gut an. Doppelt, na gut, dafür brauchen wir mehr. Schädelspalter, Kriegshämmern. Wer kämpft mit Kriegsäxten? Also mit dem, nein, mit dem hier. Streitäxte. Gewaltischer, kritischer, beim Sprint mächtiger Zweihändiger. Nee, Rundumschlag. Seitenangriffe aus, die sich vor dir befinden. Mächtiger nach hinten. Oh. Cool. Aber bin mir noch nicht so sicher. Ich habe 4 Punkte, also langsam sollten wir was investieren. Mir wurde auch schon häufiger gesagt, Schmiedekunst wäre ganz interessant. Ah nee, das ist die leichte, der leichte Baum. Und zwar hier 3D-Drische und vor allen Dingen Drachenrüstung. Drachenrüstung hatte ich allerdings in meinem Hauptcharakter. Außerdem, die letzten 10 Schmiedelevel sind ein bisschen sehr zäh aufzuleveln. Weil du da wirklich, ich glaube, ich erinnere mich sogar noch ans erste Let's Play. Da bin ich, glaube ich, 10 Stunden für Level 99 zu 100 gesessen. Oder für Level 98 zu 99, ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, das letzte Level war so enorm lang. Das hört sich gut an, weil wir tragen ja hauptsächlich nur schwere Rüstung. Das können wir eh noch nicht machen. Nehmen wir mal hier Fels in der Brandung. Und die restlichen Punkte lasse ich mal wieder unvergeben, weil ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Und bis wir Arvok mal beschwören, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Diesen Part gar nicht mehr, weil der Part dauert noch ein paar Minuten. Ah. Ach ja. Woher seid ihr gekommen? Ihr Säue! Oh, sogar ein Schattenschleicher, ein ganz hartnäckiger. Nein! Gott sei Dank greifen die anderen gerade irgendwie nicht an, aus irgendwelchen Gründen. Ach so! Ihr seid solche Kaurusviecher. Wie komme ich denn dazu überhaupt rein? So. Serana. Das hat sich gerade ein bisschen sehr zweideutig angehört, dieses... Ja! Alter, da ist ein Falmer hinter mir? Da sind 2 Falmer hinter mir, ich bin tot. Ich bin tot, wenn ich mich nicht sofort heile. Euch. Das hätten wir geschafft. Das war jetzt ein bisschen sehr knapp für meine Verhältnisse. Alter, warum kann ich Blut saugen bei denen? Das will ich gar nicht. Ich brauche auch das scheiß Gold von euch nicht. Ich habe eh so viel inzwischen. Ich habe 18.000 Gold. Was soll ich da mit 12 Gold oder so? Also ehrlich, ich bin eine reiche Sau. Und ich habe gehört, in Hearthfire kann man sich sogar, wenn man mal ein gutes Haus hat, sogar noch mehr Geld verdienen. Also irgendwann bin ich sowieso der Krösus, der dann nur den Armen hin und wieder mal einen Penny hingibt und selber mit 2.000 in der Tasche rumläuft. Und es mir nichts ausmacht, wenn mir das gestohlen wird. 100, alles über 100er Beträge gefällt mir allerdings trotzdem.
Stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ich habe dasselbe in besser mit einem richtig guten lederischen Artefakt. Also was soll der Scheiß? Teilweise in der... Weil die sind ja hier auch nicht ganz so einfach. Also ich würde sagen, ich bin ein gutes Level. Ich bin momentan Level... Steht hier Level 24, Stufe 24. Ich denke mal viel weiter drunter, also unter Level 20 Dawnguard. Anfangen vielleicht schon, aber hier sollte man schon über Level 20 sein, meiner Ansicht nach. Und eine ähnliche Waffe haben, die auch über 40 Schaden auf jeden Fall macht. Weiß gar nicht wie viel. Es interessiert mich gerade so ein bisschen, was für Schaden macht meine Waffe eigentlich. 62, na das ist ordentlich. Und die Armbrust macht auch 48. Mit Schleichangriff und den Pfeilen, mit dem Bolzen noch dazu. Macht die 120 Schaden. Alter, das ist nicht schlecht. Ah, ist ja scheißegal. Es war so klar, dass genau das die Falle ist. Ich dachte eher, das ist so mit einem Beil, aber... Stolperdraht. Makelloser Amethyst. Ist gerade auch schon wieder so kackdunkel. Hier ist so... Wer ist da? Okay, ihr habt diesen Taurusjäger als Falle eingesetzt, hier Falma. Das hätten wir geschafft. Sehr richtig kreativ. Gut, das war nochmal Schneeelfen, also blöd sind die nicht. Wer ist da? Kann etwas während eines Kampfes nicht benutzen. Das wird euch eine Lehre sein. Diese jungen Taurus-Dinger schon ein bisschen so aus wie fliegende Babymonster. Nicht auf gute Art Babymonster, aber... auf schlechte Art. So, Gesundheit wiederherstellen. Nee. Ich will ja keine Lederherzen dafür verschwenden. Ausdauer wiederherstellen. Oh, da, oh, da geht was. So. Haben wir ein bisschen Ausdauer. Bei härteren Kämpfen, wo uns die Ausdauer ausgeht, ist es nämlich sicher nicht schlecht. Und wo geht's jetzt weiter? Hier war ja nur so eine Kleinigkeit. Da geht's weiter. Wie weit wird's noch gehen, schätzungsweise? Alter, ja, hier ist gigantisch. Das ist ja mega. Und ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Aber ich denke, 50 Minuten sollten reichen. Und mit diesem relativ beinahe epischen Ausblick... sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard. Eigentlich Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim DLC Dawnguard. Ja, Alter, ich glaube, der Name allein dauert 10 Sekunden zum Aussprechen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.